Wahrscheinlich da. Oh, hier auf der Brücke steht ein Pferd für dich. Warte. Ich brauch keins, alles gut. Ja, sieht gut aus. Ich schleich hier durch. Weil das mit Pferd werde ich hier nicht durchkommen. Vorsicht, Vorsicht. Ja, da lang. Ah, schön. Im Grunde in den Weg jetzt folgen. Ja. Komm, vorwärts, Pferd. Vorwärts. Riechig. Verdammt. So, dann müssen wir da lang. Aber nicht in die Stadt rein, weil die ist. Da können hier wir sind noch nicht viele rein. Gegner, auch mit Totenkopf. Ja, Currywurst, komm her. Hier runter. Blackie? Ja. Au, au. Ach, du bist oben lang? Okay. Links oder geradeaus? Unter. So, jetzt lassen wir mal kurz gucken. Das müsste, ja. Lass uns runter in den Süden zu dem Weg gehen. Weil ich glaube, da kommen wir sonst nicht raus. Ah, hier ist ja unser. Und dann wieder nach Osten. Aber die Gegner sind nämlich schwerer geworden, auch bei uns, oder? Ich habe das Gefühl, die wechseln auch manchmal die Gegend, in der sie eigentlich sein sollen. Die marschieren ein bisschen, ja. So. Augen auf dem Straßenverkehr hier. Irgendwo muss. Da ist es. Ha. Gefunden. Sehr schön. Hier ist es. Zu Hause. Da müssten wir auch irgendwo im Süden auftauchen. Wo war der Eingang? Genau. Und dann kann man hier runterspringen. Das ist nämlich. Da sind wir zwar sehr weit im Osten, aber wir können einfach rüberreiten. Hast du die Tür nicht zugemacht? Nö. Sehr nice. Da kommen noch die Gegner aus. Ach Quatsch. So. Unser armer Sardine muss die ganze Zeit mit den bloßen Fäusten alles verteidigen. Er hat eine Keule. Hast du das nicht gesehen? Nö. Der hat eine Keule. Wir sind dann schon mal raus. Alles klar, Wolfi. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und jo, gute Nacht. Na. Viel Spaß bei anderen Dingen. Da steht ein Pferd auf dem Weg. Ein herrenloses Pferd auf dem Weg. So. Was grinst du dämlich? Ein bisschen. Vielleicht sollten wir noch ein paar Kisten bauen. Nein. Okay, bauen wir halt eine. Wollte doch gar nicht speisen, naja. Viel Spaß mit Meredith und dem Skelett-Kommandant. Aber die ist schon gemacht. Was gute Nacht, muss Monster. Brett und Kupferbahn. Ja, na viel Spaß. Ich sag dir doch, bei was auch immer du tust, viel Spaß dabei und. Spukende Eisenmine. Wo, ob's da Eisen gibt? Nein. Eisen? Ach, schön, wir können einfach relativ gut hochporten. Da sind zwei Teleporter in der Nähe. Einfach leer machen und dann hoch. Gibt's hier? Gibt's Papier? Immer Papier? Hey! Würden Sie einen Schritt nach? So? Was? Schon gut. Okay. Also ich baue noch ein paar Kisten auf. Ich bin bei der Eisenmine. Ach, bist du der Händler hier? Ein Lager mal anfangen. Ja, ein Lager hier draußen, meinst du? Nee, ich glaube, er meint bei uns im Schloss immer Ordnung schaffen. Wo kann man noch mal erkennen, was man braucht zum Reparieren? Später. Also wenn du rüberfährst mit der Maus, geht's da. Ne. Und mit ist eine mit der Idee. So. Jetzt hat sich übertrieben dagegen? Nee. Okay. Ich werde hinterher mit jeder für jedes Item eine Kiste. Jeder für jedes Item eine Kiste? Jede Itemart, eine Kiste. Jede Itemart, eine Kiste. Naja, für alles brauchen wir das nicht.
für so Erze und so, die sammelst du halt, du hast 500er Stacks an Erze. Da brauchst du nicht eine Kiste, du kannst halt eine Erzkiste machen oder zwei für alle Erze. Oh, das ist Quatsch, ne, egal, wir können unten lang. Wir haben irgendwo Gemdust. Habe Eisen. Hm? Hier ist irgendwo Gemdust drinne. Ja, okay. Jetzt braucht noch Platten. Ja, die gibt's ja da. Holzhammer. Ah, ich kann jetzt mal mitnehmen. Ich hab Platz in Massen. Sehr gut. Brauch ich noch Leder. Ich glaube, ich möchte mein Pferd näher an der Mine parken. Mhm. Ja, das wäre dann ein Parkhilfe. Piep, piep, piep. Wenn es wird, ist es wogegen gebumst. Bip, 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 bip. Genau so macht es da. Mhm. Ist noch eine Kupfermine. So. Kupfer haben wir jetzt erstmal wieder. Kyrimus kann jetzt in der Eisenmine grasen. Apropos Eisenmine, ich bin schon drin, aber ich kann das Eisen nicht abbauen. Ja, ja. Wir kommen. Das ist genau der richtige hoch. Mhm. Nee, wir können ja dann porten, wie gesagt, ich räume nur mein Zeug auf. Und ich bin jetzt auch wieder voll repariert. Nochmal, glaube ich. Mag mir jemand ein paar Leder, Kupferbahnen und Raumfaden mitbringen? Deine Panzerung? Können wir ja nicht, wenn wir porten. Ja, stimmt, wir porten. Ja, vergesst es. Wir porten? Ich würde hochporten, das ist ja relativ schnell. Da. Achso, wir sind zu Hause. Ach, wir sind zu Hause. Ja. Da achten wir lang. Das habe ich gerade nicht mitgeschnitten, dass wir zu Hause sind. Ich bin der Der war einfach mal alles, was nicht Eisen ist. Ich habe dich nach Hause geführt. Ich bin einfach nur nachgeladen. Wo haben wir denn den Faden reingepackt? Ich finde alles nicht, ey. Ja, alternativ ignorierst, die Sachen sind nur gelb. Die sind noch nicht ganz kaputt, also von daher. So, aber dann kann ich gerade noch meine Dings auch verbessern. Komm. Hier passiert. Ich hab auch was gedacht. So, ich hab hier noch ein bisschen Papier. Diese Schemata sind quasi Stufe 3 dann von den Papier- und Schriftrollendingern. Stufe 3 Schufung. Schufungszeug, Forschungszeug, ja. So. Und ich finde das sehr angenehm, die gibt's gerade Schaufel ohne Ende. Hm. Oh, ich könnte das Eisenerz mit dem Schwert wegmähen. Sehen. Ah, kriegst du da was? Ja, ja, so zwei Eisenerz pro Schlag. Naja. Also das ist, ich glaube, es geht auch nicht schneller kaputt, oder? Es geht ja nur, dass du weniger pro Sekunde kriegst. Richtig. Also ich würde trotzdem grundsätzlich weniger bekommen. Muss ich reparieren eigentlich? Nicht. Meine Sachen sehen eigentlich aber recht gut aus. Ohohohoho, Bossgegner, Bossgegner, Bossgegner. Klamotten sind auch noch okay. Bossman! Ja, ja, Meredith. No, da ist die Meredith. Da gehe ich vielleicht nicht hin. So. Und warte vielleicht auf euch. Vielleicht. Ja, ich repariere gerade mal ein bisschen durch. Ja, ja, das ist gut. Ich hab hier Spaß. Oh, das war nur Schwefel. Oh. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel Spaß. Okay. Bloß das Nahrungsangebot hier im Restaurant lässt zu wünschen übrig. Huch, jetzt verschwinden die Kisten. Huch, meine Meredith, ich gehe mal wieder weg. Vielleicht sollte ich in die andere Richtung rein. Oh Gott, das nervt. Haben wir noch Klappstaub? Nee. In meiner Tasche sind vier. Ist Mangelware. Mal kurz um die Ecke. Nur in den Kisten, rechte Seite hinten.
Die letzten zwei ist was drin. Also letzte Reihe und mittlere Reihe. Bis jetzt. Die sind auch beschriftet inzwischen. Mhm. Ah, da rennt sie wieder weg. Die sind beschriftet? Die sind ja, beschriftet. Du kannst dem wie die Pferde, kannst du den Namen geben. Behälter. Ja, quasi wo Behälter steht, weiter rechts hast du dann so ein Quadrat mit einem Stift drin. Wenn du da draufklickst, kannst du umbenennen. Ja, bei mir steht nur Behälter deswegen. Du hast wahrscheinlich noch nicht bei der richtigen Kiste geguckt. Ah, was ja? Flaschen, Feldflasche? Okay. Wo ist die Kiste? Edelstahl. Sehr stabil, diese Höhle. Sehr stabil. So, wieder da. Yippie. Und willkommen zurück. Ein Eisenkörper? Okay. Was machst du denn auf einmal hier? Hä? Was war denn? Ach, Meredith ist einfach bei mir gespawnt. Die war gerade noch ganz woanders. Und der kann man porten mit dem Ding auch, dann auch. Das nicht. Gärgerei. Jetzt rennt sie da hinten rum. Gott. Oh, stresst mich. Mal ein paar Knochen. Und Wolfhahn. Also irgendjemand sortiert hier jetzt, ne? Ja. Schon? Gut, okay. Dann gehen wir sammeln, oder ich... Tut in den Kisten einfach alles kreuz und bet rein in den... da, wo vorher auch. Hm. Und da, wo das Lager aufgebaut wird, wird sortiert. Ja. Ah. Die gute alte Anna-Methode. Welche Anna-Methode? Irgendwo reinschmeißen, wird irgendwie anderes sortiert, das dann schon. Ja. Nur diesmal sortierst nicht du, sondern ich. Ja. So, rennt hier draußen noch ein Zettel. Aber die Mechanik bleibt dieselbe. Das stimmt. Dann machen wir die jetzt zu Sammelbehältern hier. Und dann kann hier alles reingeworfen werden und... Ich werde es aber hinterher noch auf eine Kiste reduzieren. Ja, na, das wird nicht reichen bei 5 Leuten, wenn die mit vollen Loot kommen, oder? Ja, aber auch die können lernen, wie man sortiert. Jetzt Übergangsreise, okay. Vor sie einfallen, okay. Später nicht. Mhm. Ach, hier ist doch Grabstopp. Ah, da drüben ist die Milizbasis. So. Gib mir noch eine Sekunde, dann bin ich wieder. Und so viel Daru wollte ich jetzt auch nicht. Ah, Mist. Oh, Vincent, der Frostbringer. Nee, will ich mich mit dem anlegen? Ich weiß es nicht. Joe, wo bist du? Ich laufe gerade zum Teleporter. Ja, ich stelle mich dann dahin. Ich folge ihnen auffällig. Ich stelle mich nur dahin und gehe kurz auf Klo. Das war mein Plan, deswegen. Oh, Vincent, der Frostbringer will sich aber hier anlegen. Na dann. Dann bin ich halt schon da. Genau, ihr drei Gegner kommt mal her. Weil da ist auch Schatten, da ist schön. Da kommt der Gegner. Sei gefressen. Und Bibliotheksbodenbelag. Der schmeckt doch nicht. Nö. Aber er sieht gut aus, wenn er an den Zähnen hängen bleibt. Sagt, wenn ihr da seid.
Jo. Bin auf dem Weg zum Teleporter. Ich sollte dann da sein, wenn Joe auch wieder da ist. Okay. Außer er muss in den Westflügel, dann bin ich schneller. Ich weiß nicht, wie groß sein Anwesen ist, also von daher. Er ist da. So, wo bist du jetzt ab? Komm. Ganz bei dem Osten, ne? Hier hin. Das X markiert die Stelle. Na, das sehe ich beim Teleporter intelligenterweise. Achso, Moment, ich hab gerade ein anderes Problem. Winston ist bei mir auch nicht aufmerksam geworden. Ja, ja, lauf du in Ruhe um dein Leben. Ich hab gesehen, wo ich hingehe. Ja, wäre jetzt gerade in die Nacht, würde ich mich auch tatsächlich um Winston kümmern, aber... Ist Nacht? Wäre gerade Nacht. Das ist helle Nacht. Oh. Okay, 47er Hund nehme ich. So. Und auch mehr wie so eine Knarre. Wo sollte ich mich hin teleportieren? Hund. Der nächste Teleporter ist der hier, der markiert ist. Der ist straight im Norden von eurer Position. Alles klar. Bin da. Und dann musst du nach... was ist es, Osten? Würde ich jetzt nach Osten. Bist du über die Brücke oder bist du nicht über die Brücke? Ja, brenn mich an und lock mich in die Sonne. Hast du gut gemacht. Jetzt brauche ich Heilung. Haunted Iron Mine. Ich glaube, das ist das, was wir gesucht haben, oder? Yep. Ja. Oh, Meredith rennt hier gerade außen rum. Okay. Wo ist hier die Tür? In Mitte oben. Ja. Da, wo das Pferd markiert die Stelle. Ah, die Teppichsammlung Herrschaft habe ich gefunden. Sehr schön. Brauchen wir Quarz? Ach ja, für Klaas. Winston the Frostbringer rennt hier auch draußen rum. Ja. Den habe ich gerade versucht zu verprügeln. Da hat er dich verprügelt? Nee, irgendein 0815 Bogenschütze war schneller. Alter, wenn die nicht so viel Feuer verwenden würden, wäre das viel einfacher. Was? Vincent benutzt kein Feuer. Nee, der nicht, aber die anderen. Der Höhleneingang ist natürlich auch ziemlich nice, links von oben von uns. Damit kommen wir auch fast zu unserer Base, glaube ich. War das die? Ja, ne? Das heißt, wir können das Eisen komplett mitnehmen. Aua! Hab mich eingefroren! Au! Jetzt brenne ich! Kannst du dich mal entscheiden? Nee, der ist tot.